Polizisten. Warte, Jan, er braucht uns nicht zu sehen. Wovor du immer Angst hast? Ich denke, der Eichler wohnt mal bei euch. Trotzdem! Die Luft ist sauber. Mensch, ist das mir hoch. Komm, wir gehen. Warum hast du es denn immer so eilig? Ich denke, der Eichner kommt so selten. Trotzdem. Ha, so lasse ich mir das gefallen. Sind doch nur Mädchen. Junge, Junge, du musst aber noch viel lernen. Komm. Das Flaschenbier sollte doch gestern schon kommen. Sie haben angerufen, Molly. Das kommt heute. So, dann geht's nach oben, Philipp. Ja. Es wird ja viel zu viel geschrieben in der Welt. Da ist auch der Brief an deinen Jungen, was mit dem Sonderstempel, den er unbedingt haben wollte. Und einer für dich. Sammeln wir denn noch? Ach was, Vater Jan. Du weißt ja, wie die Jungen in dem Alter sind. Ich möchte wissen, wo der überhaupt steckt. Ich glaube, ich habe ihn eben mit Jens Budde auf der Motorjacht gesehen. Das kann doch nicht sein. Vielleicht habe ich mich ja getäuscht. Na, ich hatte schon Angst, die beiden Helden hätten sich an den Schlüssel vergriffen. Ich habe den Besitzer versprochen, mich ein bisschen um das Boot zu kümmern. Thomas, hier ist Post für dich. Danke, Jens. Vati, darf ich eine Cola haben? Nimm dir eine. Friedrich, kannst du mir bei ihm helfen? Ja, ich komme. Vati, für Jens auch eine Cola? Meinetwegen. Müsste kälter sein. Was anderes haben wir nicht. Naja, du kannst ja trinken. Was wäre ich manchmal froh gewesen, wenn ich bloß einen Schluck Cola gehabt hätte. Habe ich euch mal erzählt, wie ich auf dem Seelenverkäufer im Indischen Ozean getrampt bin? Nee. Bei jeder Welle hat es im Gebälk gekracht. Jeden Augenblick dachten wir, nun bricht er auseinander. Der kam doppelt und dreifach belegt. Wir hatten eine Pilger nach Mekka an Bord. Unterwegs sind uns die Maschinen ausgefallen. Stellt euch die Lage mal vor. Wir treiben hilflos auf dem Ozean. Das Wasser geht zu Ende. Einige von den Passagieren, die sind wahnsinnig geworden vor Durst. Der Captain, der befürchtete eine Panik. Und wir Offiziere, wir trugen alle Pistolen. Wie ist es ausgegangen? Tja, einige Tage sind wir immer so im Kreis herumgefahren. Dann kam plötzlich ein Orkan. Der hat uns akkurat in den Privathafen einer Getränkefabrik getrieben. Die hatten aber leider nur süßes Bier. Also ihr werdet es nicht glauben, wer süß nicht mochte, der ist richtig verdurstet. Es ist eben alles eine Frage des guten Geschmacks. Oh, Vater Jan, wie können Sie den Kindern nur solche Schauergeschichten erzählen? Alles Tatsachen, Frau Almers, alles Tatsachen. Ja, ja. Tja, dann will ich aber los. Also beeilt euch, wenn ihr nochmal auf dem richtigen Schiff fahren wollt. Bald ist es zu spät. Die bauen jetzt sogar schon automatische Steuerung in die Schiffe ein. Und es dauert gar nicht mehr lange, denn drücken sie bloß auf den Knopf und so ein Pott, der schwimmt von ganz alleine von Rio nach Hamburg. Wiedersehen, Frau Almers. Tschüss, Vater Jan. Bis heute Mittag. Was ich mal wirklich wissen möchte, ist, ob Vater Jan schon mal weiter als bis Helgoland im Schiff gekommen ist. Natürlich, er hat sich auf dem Schiff jung bis zum ersten Offizier hochgedient. So, und warum ist er da nicht dabei geblieben? Ja, das ist sein Geheimnis, darüber spricht er nie. Geheimnis, das schmeckt euch nur wieder. Und mal los an die Schularbeiten. Kannst du mir nicht mal helfen bei meinem Aufsatz? Mir fällt nichts ein. Dann muss ich erst mal eine Flasche trinken. Was machst du denn so lange? Mensch, fantastisch, was ich da gerade lese. Los, komm! Ach, mein Sohn!
schon, sieht man sich ja auch mal wieder. Frau Albers? Ja? Ach, kann ich mal eben mit Hamburg telefonieren? Ja, Augenblick. Ich muss doch erst den Zähler einstellen. Am besten adoptieren Sie meinen Sohn, Frau Albers. Der ist ja noch mehr bei Ihnen als bei mir. Ja, das mögen Sie wohl sagen. Und die Nummer bitte? 48 85 28. Augenblick. Augenblick bitte. Bitte spreche. Ist doch die Damenhandlung, Cam? Hier spricht Frau Budde. Hast du gehört, was Vater Jan gesagt hat? Wie meinst du das? Naja, dass man mal mit einem richtigen Schiff fahren muss. Sonst ist es zu spät. Und? Wir haben noch ein richtiges Schiff. Die Adler. Das dürfen wir nicht. Na was denn? Wir schippern mal kurz nach England rüber, schauen uns ein bisschen London an und zum Wochenende sind wir längst wieder hier. Das klappt doch nie. Warum denn nicht? Andere schwimmen ja in ein paar Stunden nach England. Aber nicht von hier. Denk doch mal nach. Wir sind hier an der Unterelbe, ein paar Kilometer von der Nordsee entfernt. Und wenn wir ein bisschen aufs Tempo drücken, sind wir vielleicht heute Abend schon da. Und vor allem, der Besitzer ist ja 3 Wochen verreist. Meinst du? Da kommen uns bestimmt die besten Ideen für den Aufsatz. Das heißt, wenn wir den überhaupt nur schreiben. Wieso? Na, wenn die uns beim Jagd behalten, dann werden die Kriminale auf Lebenszeit. Los, komm! Hm? Nächste Woche erst? Nein, das geht nicht. Was bin ich denn schuldig? Frau Albers? Ja, Frau Bummel. Na, was bin ich denn schuldig? Alter? Moment, ich muss jetzt nachsehen. Das macht genau 3,78 Mark. Mhm. Brief ist nicht für mich gekommen. War nichts. Wissen Sie was, Herr Albers? Wenn Ihre Wirtschaft nicht mehr läuft, dann gehen Sie ganz zur Post. Sie machen das so fachmännisch. Muss ich auch. Denn zur Hälfte bin ich ja Postbeamter. Fehlt nur noch die Uniform. Oh, würde Ihnen stehen. Ja, wir sind jedenfalls froh, dass wir eine Poststelle haben, sonst wären wir hier am Ende der Welt. Wiedersehen, Almas. Ja, wiedersehen. Dass die Helden nie ihre Sachen wegräumen können. Das Boot marschiert, ist eine wahre Pracht. Lass mich doch steuern. Nein, nein, das mache ich lieber selbst. Vorsicht, da vorne kommt ein großer Pott. Hast du den nicht gesehen? Na klar, soll sich doch bloß nicht so aufregen, Seetrottel. Almas. Ja, vom Anker. Mein Junge ist mit einer Yacht durchgebrannt. Ja, mit der Adler, einer seegängigen Motorjacht. Was?
Nein, das amtliche Kennzeichen kann ich Ihnen nicht sagen. Moment mal, weißt du die Nummer von der Jagd? Nee. Ja, also der Eigner ist Hermann Sander aus Harburg. Ja. Ja, es ist gut, Herr Kommissar. Was hat er gesagt? Sie geben eine Fahndungsmeldung an alle Boote. Bald kommen die Jungen jedenfalls nicht. Ja, also die genaue Beschreibung lautet, weiße Motorjacht mit Tickdeck, 6 Tonnen. Wir kommen bald in die offene See. Aber bis wir in London sind, wird es noch einige Zeit dauern. Was ist das? Überhaupt nichts. Und jetzt? Der Sprit ist alle. Ja. Ja, danke, Herr Hauptkommissar. Na, was ist denn? Die Wasserschutzpolizei hat noch keine Nachricht. Wie kann auf der Elbe eine Yacht verschwinden? Hoffentlich kollidieren Sie nicht mit einem anderen Schiff. Sie können da gar nicht richtig steuern. Gott, nee. Dann kann nur Norddeich Radio helfen. Wir müssen sofort anrufen. Was ist denn mit Norddeich Radio oder wie das heißt? Das ist die größte Küstenfunkstelle der Bundespost. Die macht Funkdienst speziell für die Seeschifffahrt und hilft bei Seenot. Selbstverständlich. Wir sind schon von der Wasser- und Schifffahrtsdirektion sowie von der Wasserschutzpolizei informiert worden. Alle Schiffe im Gebiet der Elbmündung sind von uns verständigt worden. Nein. Hier, Captain, Funkspruch. Na, dann spielt man an. Wir werden diese Suchnachricht noch einige Male ausstrahlen. Hoffentlich nutzt es was. Die Jagd wird von Kindern gestoppt. Hier Norddeichradio, hier Norddeichradio. An alle Schiffe. Wir wiederholen unsere Suchnachricht von 11.18 Uhr. Gesucht wird die Motorjacht Adler. Motorjacht Adler. 16 Tonnen. Weiß gestrichen. Circa eine Stunde gesichtet. Ja, zu der Zeit befanden wir uns ungefähr bei Tonne 2. Die Leute manövrierten ausgesprochen lebensmüde. Hier Norddeich Radio, zu unserer Suchnachricht von 11.18 Uhr. Gesuchte Yacht Adler vor etwa einer Stunde in der Nähe von Tonne 2, seewärts fahrend gesichtet. Vor einer Stunde. Wir wollen nicht wissen, wo Sie vor einer Stunde waren, wir wollen wissen, wo Sie jetzt sind, verdammt. Na ja, ist ja auch wahr. Da haben Sie heutzutage Radar. Ach, das nützt doch heute auch nichts. Da siehst du mit dem Auge genauso weit. Was machen wir nun? Siehst du nicht, dass ich die ganze Zeit schon überlege? Da gibt's nichts zu überlegen. Wir kommen nicht weiter. Ach, noch lange nicht. Ich habe alle Tricks bei Robinson genau durchstudiert. Da geht nichts schief. Robinson, ha! Der hatte es leicht. Der fuhr mit dem Wind. Wo aber willst du Sprit auftreiben? Ich hab's. Wir brauchen einen Kloß. Woher nehmen und nicht stehlen? Ja, Augen muss man natürlich haben. Hier. Schön prima. Ist reines Maragoni. Je teurer das Holz, umso besser schwimmt es doch. Nein! Das macht alles nur noch schlimmer. Wir wollen das Boot nicht auch noch beschädigen. Das bezahlen wir doch hinterher aus der hohlen Hand. Komm, sei kein Frosch.
Nein, da mache ich nicht mit. Ich weiß genau, dass das Spiel aus ist. Welches? Na, das mit dem Jagd. Du willst es bloß nicht zugeben. Wann willst du? Meinetwegen. Aber hast du schon mal gehört, dass die Kinder als Detektive einstellen? Die dienen uns doch hoch, von ganz unten. Jens, wir müssen hier raus. Wir müssen zurück nach Hause, nicht nach England. Na gut, aber wie? Das ist die Frage, an der ich die ganze Zeit schon kaue. Wenn du mal alles besser weißt, dann mach du doch mal einen Vorschlag. Was hast du also zu bieten? Tu nicht so beleidigt. Zuerst suchen wir das Boot durch, ganz systematisch. Vielleicht finden wir irgendwo einen Reservekanister mit Sprit. Mensch, prima. Alkohol in rauen Mengen. Du, ich habe mal von einem Schmugglerschiff gelesen, das ist der Polizei mit reinem Alkohol im Tank auf und davon gefahren. Das geht doch nicht. Wir brauchen Dieselöl. Nadine Camp Kennedy, die fliegen doch auch mit reinem Alkoholraketenstoff bis zum Mond. Da werden wir doch mit ein bisschen Gin bis nach London kommen. Ist sowieso was Englisches. Und dazu noch extra dry. Du sollst aufhören mit dem Blödsinn. England, wir wollen nach Hause. Na meinetwegen, aber nur weil du zu feige bist. Mensch, was ist denn das? Das? Ein Bordtelefon. Sieht doch ein Blinder. Ist das sowas ähnliches wie ein Autotelefon? Vielleicht könnten wir damit die Wasserschutzpolizei anrufen. Wir liefern uns doch nicht selbst der Polizei aus. Bist du blöd? Außerdem geht das Ding nicht. Hier, völlig tot. Also, weitersuchen. Ich dann mal was zu essen. Ich kriege ordentlich Hunger. Und ich jetzt. Aber irgendwas müssen wir ja tun. Dieses Rumsitzen und Warten. Fürchterlich. Meinst du, dass wir uns zu Hause schon suchen? Das weiß ich. Wenn es dunkel wird, bestimmt. Willst du wieder mal nach Sprit suchen? Ich sag dir, das hat alles gar keinen Zweck. Es muss doch irgendwo wenigstens eine Leuchtpistole geben. Leuchtpistole? Klar, Leuchtpistole. Da finden sie uns schneller. Merkst du was? Ich glaube ja. Das Boot macht plötzlich Fahrt. Und wie es abhaut, das ist die Flut. Ach Quatsch, höchstens die Ebbe. Wir treiben immer schneller. Treiben ist gut, aber wohin? Nach Hause jedenfalls nicht. Verstehe ich nicht. Ich werde noch eine Sieg über einen Freiwilligen, die auf eine Sieg zu steuern. Dann versagt der Motor und Sie werden von der Strömung getragen. Das sind doch Kinder. Das ist wie verhext. Das Wetter wird stark riesig, außerdem ist zunehmender Wind gemeldet. Wenn wir sie vor allem auf der Dunkelheit, die finden sich schwarz. Früher, als es noch richtige Matrosen gab, haben sie sich beim Sturm am Steuerrad festbinden lassen. Früher? Das Steuern hat doch gar keinen Zweck. Außerdem ist das kein Sturm, sondern eine Mütze voll Wind. Den Ausdruck habe ich irgendwo mal gelesen. Na, hast du nun endlich was gefunden? Ich weiß nicht recht, aber vielleicht ist das die Rettung. Zeig her, was ist denn das? Eine Betriebsanleitung für das Sprechfunkgerät. Also doch kein Bordtelefon. Edge. Mensch, das liest sich ja einfach. Signal wieder wählt die gewünschte Funkrichtung. Vielleicht ist das Ding noch gar nicht angeschlossen. Vielleicht, wir müssen es probieren. Ja, lass mich das lieber machen. Ich spreche deutlicher. Achtung, Achtung, an alle Schiffe der Nordsee. Hier spricht Captain Jens Budde. Wir sind in Seenot. Stopp. Erbitten Hilfe. Stopp. Achtung, Achtung, an alle Schiffe der Nordsee. Hier spricht Captain Jens Budde. Los, gib her, was redest du denn für ein Quatsch? Du sollst schon loslassen. Achtung, hier ist die Yacht Adler. Wir sind zwei Jungs. Unser Sprit ist ausgegangen. Wir treiben in einer schnellen Strömung ins offene Meer. Helfen Sie uns, wenn Sie uns hören können. Ach, wir sollen es schon hören. Das ist doch alles umsonst. Hier spricht Norddeich-Radio. Hallo Jungs, hören wir uns? Ja, ganz gut. Das hat schon verdammte Kabel. Passt auf, tut jetzt nur, was wir euch sagen. Die Verbindung darf nicht abreißen. Ihr müsst langsam von 1 bis 20 zählen. Langsam. In der Zwischenzeit versuchen wir, eure Position mit unseren Peilfunkstellen zu peilen. 1, 2, 3, 4... Peilansatz. Norddeich bei 55 Grad. 55 Grad.
215. Danke, St. Peter Ording. 17. 18. 306. Danke, Elbe Weser. Hallo! Hallo! Die gesuchte Yacht befindet sich auf 5402 Nord und 0813 Ost. Ich wiederhole, 0813 Ost, 5402 Nord, verstanden. Thank you.